Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist wieder mal ein herrlicher Samstagmorgen. Es ist mir gestern Abend aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, komm, morgen mache ich ein Video, dass ich die Motorradvideos aus irgendeinem Grund meistens Samstag aufnehme oder Samstagmorgen sogar. Ich weiß nicht, das ist einfach, wenn man so die Woche beendet hat, oder ich sag mal so die reguläre Arbeitswoche, to be honest, für mich persönlich ist der Samstag eigentlich ein Tag wie jeder andere, Arbeitstag, wie auch immer man es nennen mag. Aber trotzdem nutze ich den Samstagmorgen irgendwie ganz gerne, um irgendwas zu machen, was einen wieder ein bisschen so refreshed, ein bisschen Freude bereitet. Und ja, gerade wenn schönes Wetter ist, ist natürlich Motorradfahren dafür prädestiniert. Vor allem, ich meine halt, ich fahre halt eigentlich immer nur morgens oder abends Motorrad, also gerade wenn ich auf solche Genussfahrten gehe. Von der Stimmung her bin ich ein riesiger Freund von, dass ich am Abend Motorrad fahren gehe, aber natürlich ist es irgendwie cool, wenn man am Morgen gleich fahren geht, weil es in der Regel noch weniger Verkehr und ja, man startet einfach anders in den Tag. Erstmal mit einem ordentlichen Hormonschub, ja, mit Glückshormonen. Das ist ja das Schöne im Motorradfahren. Ich habe die Woche ein bisschen drüber nachgedacht, ja, über ja, wie das mit dem Motorrad bei mir angefangen hat. Und ich kann das eigentlich so zurückführen auf einen einzigen Moment. In der Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, das war noch vor der Schule, also ich muss wahrscheinlich so 4, 5 Jahre alt gewesen sein, das ist eine meiner frühen Kindheitserinnerungen. Und eines Tages waren wir draußen spielen mit meinen Geschwistern und ein paar Freunden und dann war irgendwo in der Siedlung, bei so Hochhäusern sind so zwei Motorräder gestanden. Es waren zwei Sportmotorräder, das eine war blau und schwarz und das andere war so eine gelb-blaue Suzuki, irgend so eine Supersportler. Kann unmöglich sagen, welches Modell oder so. Aber ich weiß, ich bin vor diesen Motorrädern gestanden und habe gedacht, krass, krasse Teile, einfach unfassbar cool. Und das ist so meine erste Erinnerungen, die ich an ein Motorrad habe. Und ab dem Moment habe ich das eigentlich immer cool gefunden, wenn ich Motorräder gesehen habe im Straßenverkehr oder wie auch immer. Bis das dann irgendwann, ja, bis irgendwann meine Eltern natürlich mitbekommen haben. Und seitdem meine Eltern, ja, mehr oder weniger gewusst haben, dass ich Motorräder cool finde, hat es eigentlich immer nur, ja, auch von Freunden, von Bekannten, gab es meistens nur so negative Gründe. Ja, fang Motorradfahren nicht an, es ist gefährlich, es ist teuer, du bist im Regen, wenn es regnet. Es ist unpraktisch, du kannst niemanden mitnehmen. Es ist vor allem gefährlich, du kannst irgendwie behindert sein oder sterben. Also ich habe eigentlich immer nur negative Sachen gehört und deswegen möchte ich euch heute einfach mal die Gründe aufzählen, warum es denn cool ist, ein Motorrad zu haben. Ja, warum es denn praktisch ist, warum es gut ist. Also Pro-Gründe fürs Motorradfahren. Vielleicht seid ihr jemand, der überlegt, okay, soll ich mit dem Motorradfahren anfangen oder nicht? Oder, keine Ahnung, oder vielleicht würdet ihr gerne anfangen, aber ihr habt einfach noch nicht das Geld. Ja, in dem Sinn, I feel you, also ich war da ja genau in der gleichen Situation. Wir holen jetzt da kurz Benzin. Also das soll so das Thema des heutigen Videos sein. Alter, 16 Euro für 8 Liter. Strange times. Größte Angst übrigens auch, dass man vom Motorrad aufsteht und einfach vergisst, den Ständer runterzuklappen und das Motorrad umkickt. Die Angst, Leute, kickt immer noch for real. Der erste Grund, warum man sich ein Motorrad zulegen sollte, es ist einfach cool. Da muss man gar nicht dazu sagen, das ist der erste Punkt. Wenn irgendjemand dich so fragt, hey, du hast ein Motorrad oder was? Ja, ah, cool. Also das ist so generell die normale erste Reaktion. Der zweite Punkt, warum du dir ein Motorrad kaufen solltest, ist sehr pragmatisch und zwar das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, jeder oder die meisten, gerade junge Leute, die ein Motorrad haben, die wollen es natürlich auch haben, weil es einfach schnell ist. Ja, sind wir uns ehrlich, so ein Motorrad, du hast immer Power, es ist einfach viel schneller wegen dem Leistungsgewicht im Vergleich zu Autos mit gleicher Leistung, also viel, I'm talking viel schneller. Und du zahlst mir viel weniger. Schau, wenn du dir heute ein Motorrad kaufst, oder sag mal, du kaufst dir heute ein schnelles Auto, dann zahlst du dafür, keine Ahnung, also je nachdem, was du haben willst, gell, das kommt jetzt auch wieder ganz drauf an, aber ich sag mal, Minimum 80.000 für ein richtig nices Auto, bis rauf so 100.000, 200.000. Wenn ihr euch heute aber ein Top-Tier-Superbike kauft, ja, dann geht es schon los, wenn ihr es gebraucht kauft, boah, keine Ahnung, 10, ja, 10, circa 10.000, dann noch vielleicht ein bisschen Geld für, morgen, bisschen Geld für Schutzausrüstung, Benzin, Versicherung und so weiter. Also sag mal, wenn du so 13.000 hast oder 15.000, ja, da kannst du wirklich ein sehr, sehr geiles Motorrad, ein sehr, sehr geiles Setup kaufen. Und da bist du halt way fucking cheaper
als wenn du das irgendwie im Auto machen würdest, ja, und da genauso die gleiche Leistung haben willst, Beschleunigung, die Sportlichkeit und so weiter. Der nächste Punkt, warum ein Motorrad sinnvoll ist, ist, ich finde, das ist ein sehr großer Vorteil, ist, du wirst ein besserer Fahrer generell. Du wirst zwar auch besser Motorrad fahren, aber du wirst auch ein besserer Autofahrer, weil du lernen wirst, wie man vorausschauend fährt, wie du vorsichtiger fährst. Natürlich, ich fahre mit dem Motorrad definitiv etwas aggressiver, weil du musst halt die Fehler der anderen ausgleichen können. Und es gibt da sogar Studien, die bezeigen, wenn du ein bisschen schneller fährst und ein bisschen aggressiver fährst, dass du sicherer unterwegs bist, als wenn du ganz, ich sag mal, herkömmlich fährst. Du musst einfach antizipieren, welche Fehler andere Verkehrsteilnehmer machen. Du musst denken, okay, was ist, wenn der mich gerade nicht sieht? Ja? Und dadurch wirst du nicht nur mit der Zeit natürlich und der Übung ein besserer Motorradfahrer, sondern auch ein besserer Autofahrer. Und ich denke mir, wenn man sicherer im Straßenverkehr ist, ist das für alle gut, für alle Beteiligten. Und das spricht auf jeden Fall auch dafür, warum man sich ein Motorrad zulegen sollte, ja, oder warum das nicht schlecht ist, ja, was ein positiver Punkt an diesem Hobby ist. Außerdem, finde ich, versteht man so Sachen wie Kurven, ja, wie sind Kurven aufgebaut, wie fährt man Kurven, also so Fahrdynamikgeschichten. Das ist auch was, wenn du jetzt nur Auto fährst, dann beschäftigt man sich mit solchen Themen einfach nicht. Und das würde ich sagen, ist schon auch ein Vorteil. Der nächste Punkt, technisches Verständnis wird besser. Das muss man ganz klar so sagen, gerade wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 18, 19, 20, 21 ist, ist es sau cool, weil wenn du ein Motorrad hast, dann wirst du auch lernen, daran zu schrauben. Das fängt mal bei den ganz normalen Instandhaltungsgeschichten an. Kette warten, Kette spannen, vielleicht mal ein Ölwechsel, vielleicht mal die Bremsen tauschen. Ja, wobei, an die Bremsen sollte man sich erst ja, trauen, wenn man weiß, was man tut, denke ich mal. Ist schon relativ wichtig bei so einem Motorrad. Und damit geht es dann mal los. Aber sobald du ein Motorrad hast, dann wirst du auch anfangen, mal, ich sag mal, den Auspuff zu tauschen, den Kennzeichenhalter zu tauschen, die Blinker zu wechseln. Und das ist am Anfang vielleicht, wenn du jetzt vielleicht ganz neu bist, ist das jetzt, wirkt es vielleicht ein bisschen, ja, kann ich nicht, habe ich kein Werkzeug dafür. Glaub mir, man braucht sehr wenig Werkzeug für solche Sachen. Und es macht sehr viel Spaß, man lernt viel dabei und es ist wirklich nicht schwierig. Es wird auch ja, dazu führen, dass ihr eine viel stärkere Bindung zu eurem Motorrad aufbaut, weil ihr einfach die Teile selber getauscht habt, weil ja, es dadurch personalisiert wird und auch irgendwo ein bisschen zu eurem eigenen Motorrad wird. Testet es einfach mal aus. In den meisten Fällen macht es sehr viel Spaß und man kriegt es relativ easy hin. Man lernt zu schrauben und das ist ein cooler Skill fürs Leben. Der nächste Punkt, das erlebe ich jetzt gerade, dieses Gefühl, wenn du so einfach mal rauskommst. Ja, ich denke, so viele von uns sind viel in Wohnungen, dann sind wir viel auf der Arbeit und viel irgendwie indoor. Und ich finde, da noch ein Hobby zu haben, was einen wirklich zwingt rauszugehen oder was es erfordert rauszugehen, das ist sehr, sehr viel wert. Ich setze mich dann teilweise irgendwo hin und schaue mir einfach die Landschaft an für 10 Minuten oder 20 Minuten und denke mir irgendwelche Themen nach, weil man so viel mehr Klarheit in seiner Birne hat, als wenn man jetzt einfach nur zu Hause bleibt oder mal schnell in den Park nebenan geht. Weil es ist auch irgendwie psychisch für die mentale Gesundheit sehr, sehr erfrischend, sehr, sehr gut. Wie krass schaut das aus mit dem Nebel da. Aber ich hoffe immer so, dass es auf der GoPro rüberkommt, wie das in echt aussieht. Der nächste Punkt, warum Motorradfahren einfach cool ist, ist das Gefühl. Es fällt mir immer schwer, das Gefühl zu beschreiben, das man hat auf dem Motorrad. Es fühlt sich für mich persönlich an, als würdest du auf dem Asphalt surfen. Das ist so das, was am nächsten hinkommt. Und das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Ja? Ihr bedient diese Maschine, ihr habt alle Sinne, deswegen man fühlt sich auch so lebendig, das ist der nächste Punkt, weil ihr alle eure Sinne verwendet. Ihr habt eure Tasten, eure Geruchssinn, ja, ihr riecht das Benzin und so weiter, ja, euer Gehör, eure Augen, euer Körper ist konzentriert, ja, das ist der nächste Punkt. Man hat diesen absoluten Fokus, Kurven, Scheitel, einlenken, zack, Scheitelpunkt, warten, einlenken, durchziehen, ins Kurvenende schauen, Bremse loslassen, Kurvenscheitel runterschalten, Blick zum Kurvenausgang, Gas öffnen. Und das ist dieser Prozess, der einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Dieser absolute Fokus und alle Sinne sind da. Man fühlt sich einfach lebendig und man kommt in diese Zone rein, wo man einfach konzentriert ist und das einfach komplett genießt. Und das, ja,
ist für mich, habe ich bei keinem anderen Hobby so diesen länger anhaltenden, kompletten Fokus. Das ist schon sehr, sehr cool. Da gibt es natürlich noch weitere Punkte, ja. Ihr habt mit anderen Leuten einfach ein weiteres Gesprächsthema. Gerade wenn die Leute auch Motorrad fahren, man kann sich immer über alles unterhalten. Man gehört auch zu dieser Biker-Community dazu. Das habe ich mir am Anfang auch so irgendwie gar nicht so vorgestellt oder erwartet. Und das ist schon irgendwie witzig. Also selbst jetzt nach, wie viele Jahre fahre ich jetzt? 5, 6 Jahre fahre ich jetzt Motorrad. Selbst da ist es immer noch lustig, wenn dich ein Biker grüßt. Oder, ja, keine Ahnung, wenn du irgendwo mit den Leuten zum Reden anfängst, auf einer Raststätte, irgendwo am Straßenrand, wenn du mal stehen bleibst. Also du lernst auch einfach mega viele Leute kennen. Ja, das ist für mich auch ein Grund, den ich früher nicht gewusst habe. Und ja Leute, das waren für mich jetzt mal so die wesentlichen Punkte, warum ich Motorradfahren einfach ja, gut finde oder welche Punkte am Motorradfahren gut sind. Natürlich, was ist jetzt die Message von dem Video, ja? Ich will jetzt nicht, dass ihr, keine Ahnung, zu euren Eltern, Freunden, Bekannten geht und sagt, hey, dieser eine Dude aus dem Internet hat mir gesagt, hey, Motorradfahren ist cool und deswegen kauft euch ein Motorrad. Sondern natürlich denkt für euch selbst, ja. Ich möchte einfach euch nur vermitteln, ja, wenn es wirklich in euch brennt und ihr sagt, hey, komm, das ist euch so wichtig, dann macht diese Entscheidung nicht von der Meinung von anderen Leuten abhängig, weil letztendlich ist es ja euer Leben. Ihr müsst euer Leben leben und ihr müsst mit euren Entscheidungen, die ihr in eurem Leben trefft, genauso leben. Deswegen waren das einfach mal so ein paar Punkte, die ich euch mitgeben wollte, warum Motorradfahren durchaus cool ist und Spaß machen kann und ja, warum es nicht nur schlecht ist, wie es viele Leute eben darstellen. Und ich denke mir halt immer, man muss sein Leben so leben, dass man keine Regrets hat, keine Dinge, die man sagt, ah, hätte ich das damals anders gemacht, dann wäre ich jetzt glücklicher. Ach, Leben mit Regrets, Leben mit irgendwelchen Sachen, die man bereut, ist nie gut. Deswegen auch so, ja, so simple Sachen wie ein Motorrad. Überlegt euch, wollt ihr es wirklich, ist es euch das Risiko wert, weil das Motorradfahren ist gefährlich. Es kann einen töten, es kann einen durch einen Unfall irgendwie eine Behinderung geben, ja, dass man für sein Leben lang einfach eingeschränkt ist. Und ja, wer weiß, wie lange ich das Ganze noch mache. Das war's von mir, Leute. Ich werde jetzt noch ganz kurz, ich werde diese Morgentour, diese kleine Morgenrunde noch fertig fahren. Und ich hoffe, mein Gelaber hat euch ein bisschen geholfen oder zumindest ein bisschen entertained. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dann. Peace.